Wir sind nach Bosnien aufgebrochen, um uns eigentlich zwei Fragestellungen zu widmen, die in letzter Zeit sehr häufig durch die Medien geistern. Zum einen heißt es da immer wieder, in Bosnien sei so etwas schon ja, fast wie ein Vorposten des Islamischen Staates, des IS geworden. Es gäbe da Terrorcamps, es gäbe salafistische Dörfer in bergigen Gebieten. Und dort sollen Menschen leben, die ihren Alltag verbringen, wie es der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert tat, also nach dessen Regeln. Das sind ja, Ortschaften, aus denen einerseits IS-Kämpfer rekrutiert wurden, also Menschen in Richtung Islamischer Staat in Syrien und im Irak aufbrachen, bei denen uns der bosnische Geheimdienst gesagt hat, bei Razzien immer wieder IS-Propagandamaterial gefunden wurden, aber auch Waffen, Sprengstoff. Die Menschen, die wir dort getroffen haben, sagen, wir sind keine Radikalen, wir sind keine Extremisten, von uns geht keine Gefahr aus. Nachweislich ging aber in der Vergangenheit von diesen Dörfern Gefahr aus. Und das ist etwas, was auch von Seiten der bosnischen Behörden schwer unter Kontrolle zu kriegen ist. Aber allein die Existenz und allein das Leben dort bricht kein einziges Gesetz. Und da diese Gebiete sehr abgelegen sind, ist es auch schwierig, diese Gebiete dauerhaft zu überwachen und wirklich genau zu wissen, was dort vor sich geht. Und letztlich haben wir da schon eine Form des Lebens gefunden, mitten in Europa, die man kaum für möglich hält. Das, was Bosnien immer ausgezeichnet hat, ist, dass es gerade Sarajevo eine multikulturelle Stadt ist. Man hat innerhalb eines ganz engen Kreises eine Moscheen, Kirchen, orthodoxe Kirchen, katholische Kirchen, teilweise noch jüdische Synagogen. Und auch der bosnische Islam war immer von Toleranz, Offenheit und Verständnis geprägt. Bosnien ist ja gefangen in dieser Staatskonstruktion aus zwei Teilrepubliken, 18 Kantonen, unzähligen Ministern, Zuständigkeiten, die keiner schwer durchschauen kann. Das Land ist politisch instabil, ist wirtschaftlich nicht gerade auf einem guten Weg und quasi es öffnet sich dann ein Vakuum. Und dieses Vakuum nützen jetzt diese arabischen Investoren. This is private investment. He already built some interesting things such as amphitheater, then this artificial lake. Man kennt das ja vielleicht, in Österreich geistern im Sommer immer diese Geschichten aus Zell am See, wo viele arabische Touristen in Urlaub verbringen, weil sie suchen ja, der Hitze, der Wüste entkommen, sie sind froh, wenn es regnet. Und genauso damit wird auch Bosnien angepriesen. Also ein gemäßigtes Klima, aber mit dem Vorteil, ein doch weitgehend muslimisches Land zu sein. Und das sehen Investoren aus Katar, aus Saudi-Arabien, aus Dubai als unglaublichen Standardvorteil. Beautiful views around, we have artificial lake, we have a lot of people, they did buy here. So it will be interesting for other people. After that we have around this lake and another level around 50 houses. Liepili su mostarski dućani. Man muss sich das vorstellen, wenn da in den Bergen Siedlungen entstehen für 40.000 Menschen, wird das aber tausende Arbeitsplätze schaffen. Aber in der Bauindustrie, in Architekten, Inneneinrichter und so weiter. Und das ist genau dieser Zwiespalt zwischen Fluch und Segen, in dem sich das Land befindet.